ihr Hübschen, ich bin so gerade in ein Dankbarkeitsfieber. Ja, ich geb's zu. Und da jault schon wieder einer rum hinten. Er fühlt sich angesprochen. Aber ich möchte einfach mal hier nochmal, nicht nur nochmal, sondern überhaupt, das erste Mal möchte ich jetzt in meinem Leben hier mich bei einem Menschen bedanken, der mich von 2005 bis 2008 begleitet hat und auch eine Künstler, Sängerin, Kollegin. Ich kann mal einfach sagen, es war mein Bodyguard. Ich danke dir, Jack, für deine wundervolle Zeit, für deine wundervolle Arbeit in der Zeit, wo ich, oder nicht nur ich, sondern auch unsere, also meine Kollegin, die Bretter der Bühnen betreten haben. Oder wie auch immer. Und es ist sehr schade, dass unser Kontakt etwas auseinandergegangen ist oder überhaupt. Ich weiß nicht, was du jetzt gerade machst. Ich schicke dir einfach mal ein bisschen Dankbarkeit von hier und auch Liebe und Licht. Und freue mich, wenn wir uns doch irgendwann mal vielleicht wiedersehen, weil es war eine wirklich wundervolle Zeit. Und das ist einfach von mir aus jetzt, ich meine, ich habe dir damals auch schon gedankt, aber es ist einfach für mich jetzt einfach so zur Erinnerung, so ein richtig tiefes Dankeschön für diese Zeit. Mehr wollte ich eigentlich auch nicht sagen, weil es mich einfach so berührt, gerade so, weil ich so in einer tiefen Dankbarkeit bin über meine Zeit, die ich überhaupt schon in diesem Leben hier erlebt habe und auch die Menschen, die mich begleitet haben oder die ich selbst auch begleitet habe, dass ich denen einfach jetzt auch mal durch diese Videos hier ein Danke rüber schicke, weil ich weiß, es kommt an. Es kommt irgendwann an. Und das macht mich so glücklich auch dabei. Es macht mich glücklich, wenn diese Personen, denen ich jetzt hier ein Dankbarkeitsvideo mache, dass sie sich auch irgendwie irgendwann melden. Und das ist sowas von wundervoll. Das berührt mich und das beherzt mich und das macht mich glücklich, Leute. Nur das nochmal gesagt zu haben. Und danke dir, Jack, für diese wundervolle Zeit. Und ich wünsche euch allen eine schöne Zeit und lasst euch nur gut gehen.